Was gestern in Chemnitz stellenweise zu sehen war und was ja auch in Videos festgehalten wurde, das hat in unserem Rechtsstaat keinen Platz. Also es ist wichtig für die Bundesregierung, wie für alle demokratischen Politiker, wie auch, denke ich, für die große Mehrheit der Bevölkerung, klar zu sagen, solche Zusammenrottungen, Hetzjagden auf Menschen anderen Aussehens, anderer Herkunft oder der Versuch, Hass auf den Straßen zu verbreiten, das nehmen wir nicht hin. Das hat bei uns in unseren Städten keinen Platz. Und das kann ich für die Bundesregierung sagen, dass wir das auf das Schärfste verurteilen. Heute wird geteilt, was das Tor nicht hält. Deutschland, Scheiße, Deutschland, nein. Gib mir ein Like in Deutschland. Deutschland ist Scheiße, Deutschland ist Dreck. Eine junge Punkband aus Mecklenburg-Vorpommern spielt nach Jahren der kleineren Locations endlich bei den großen deutschen Festivals wie Rock am Ring, Hurricane oder Southside. Irgendwann rufen dann auch noch die Toten Hosen an und wollen die junge Band als Vorgruppe bei ihrer Tournee haben. Man könnte sagen, feine Sahne Fischfilet haben es geschafft. We are feine Sahne Fischfilet. We make punk with trumpets and we come from East Germany. We hope we have a big party. Ja, und jetzt sind Sie hier, Monchi und Christoph von Feine Sahne Fischfilet. Moin. Herzlich willkommen. Moin, moin. Hallo. Das war ein kleiner Einblick in euer Tourleben. Man könnte sagen, gestern standet ihr noch im Verfassungsschutzbericht, heute seid ihr im Tagesschaustudio. Müssen wir uns Gedanken machen oder ihr? Wir uns beide wohl, ne? Wie cool wir alle geworden sind hier. Heute wird geteilt, was das Tor nicht hält. Deutschland, Scheiße, Deutschland ist weg. Gib mir ein Like gegen Deutschland. Eure Songs, die handeln hauptsächlich von Freundschaft, Liebe, aber auch von Zuhause und was auch immer wieder durchkommt, Saufen, Kampf und Überleben, Durchstehen, Durchhalten. Wollt ihr nicht mal mit was Neuem überraschen? Weil das höre ich von euch seit 5, 6, 7 Jahren. Heute wird geteilt, was das Tor nicht hält. Deutschland, Scheiße, Deutschland, nein. Gib mir ein Like gegen Deutschland. Und so sehe ich das auch mit diesem Konzert hier. Da kommen wir ja sowieso gleich noch drauf zu sprechen. Ich habe da reingeguckt in die Livestreams und bei Arte und mir ist der Kiefer runtergefallen. Ich habe gedacht, was geht denn da ab? Das wurde ja als ein Konzert angepriesen für Frieden und gegen Extremismus und gegen Rechts und gegen Gewalt und so weiter. Die Texte, die ich da gehört habe, Ich wusste gar nicht, dass es solche Musiker gibt, die solche Texte absondern. Ist halt nicht meine Musik, aber ich bin fassungslos. Ich bin echt fassungslos, was da von den Veranstaltern gemacht worden ist. Und von den Zahlen will ich jetzt gar nicht reden, ob das jetzt 60.000 oder nur 50.000 oder 20.000 waren, ist mir eigentlich scheißegal. Es geht darum, dass man mit diesem Hashtag Wir sind mehr signalisieren wollten, dass das die schweigende Mehrheit ist in Deutschland. Aber wenn die da auf der Bühne waren, die schweigende Mehrheit sind, danke, dann wandere ich freiwillig selber aus. Ich würde sagen, wir schauen uns mal die absoluten Highlights von Wir sind mehr an. Vor einer Woche sind Menschen hier durch diese Stadt gejagt worden. Flüchtlinge, Migrantinnen und Migranten, schwarze Deutsche, Linke, Journalistinnen und Journalisten. Lasst uns für einen Moment gemeinsam an Daniel Hillig erinnern, dem sein Leben genommen wurde. Wir alle wollen leben ohne Angst und ohne Hass. Und deshalb lasst uns auch an die Menschen erinnern, die Opfer von rechter Gewalt und Hass in diesem Land geworden sind.
Ich bitte euch nun eine Minute zu schweigen für Daniel Hillig. Und ich bin bei jedem paar Räume grüne Bein heute, Alter. Und so will ich's hören, den ganzen Platz, Alter. Alerta! Alerta! Antifaschista! Alerta! Alerta! Antifaschista! Alerta! Alerta! Antifaschista! Alerta! Alerta! Antifaschista! Ich bin komplett im Arsch! Ich bin komplett im Arsch! Alerta! Alerta! Passt ein bisschen aufeinander auf, ja? Geht nicht alleine pissen irgendwo. Auch Männer, okay. Zusammen pissen gehen ist völlig okay. Seid ihr bereit für einen marxistischen Partysong? Ich mach Mut aus deiner Fresse, Boom, verrecke, wenn ich den Polenballer in deine Kapuze stecke. Die halbe Schule war Querschnitt gelähmt von meiner Nackenklatsche. Meine Hausaufgabe musste irgendwelche deutschen Spaß machen. Schieß, Futuristik, ich krieg Durchfall von die Bässe. Ich ran die Messerklinge in die Journalistenfresse. Polen, hör mein Handy ab. Spricht der jetzt von Koks? Ich habe 50 Wörter für Schnee wie Eskimos. Trete deiner Frau in den Bauch, fremde die Fegeburt. Für meine Taten werd ich wieder geboren als Fegeburt. Und entspannt. Drei Huren in jedem Abend, wie so wie 21. Ich war in der Schule und habe nichts gelernt. Nichts. Doch heute habe ich ein Affen und ein Pferd. Ein Pferd und ein Affe. Ein Pferd und ein Affe. Ich reite durch die Stadt mit meinem Affen an der Leine. Hab ne Kiste voller Gott und mach es regnen auf euch Schweine. Ist eine Frau nicht da, dann beschmeiß ich sie mit Scheine. Macht sie sich dann nackt, dann beschmeiß ich sie mit Scheine. Ich fänd die Schule, weil ich hasse meine Mami war. Bitte Spitzer Urlaub nach Tanga zum Verband und Zanzibar. Wenn wir wieder da sind, Vierer mit Tommy und Annika. Komm, Speed zieht unsere Pisse, bitte meine Aussicht. Eva Herrmann sieht mich, denkt ich, was ein Deutscher. Und ich gebe ihr von hinten wie ein Staffelläufer. Fixi grün und blau, wie mein kunterbuntes Haut. Nicht alles, was man oben reinsteckt, kommt unten wieder raus. Ich war in der Schule und habe nichts gelernt. Alle Klatsche! Doch heute habe ich ein Staffel und ein Pferd. Ein Pferd und ein Affe. Ich bin fassungslos. Ich bin sprachlos, ehrlich gesagt. Und das hat der Bundespräsident angepriesen als wichtige Demonstration für das Recht und für Freiheit und Frieden und gegen Gewalt oder so. Ja, wo sind wir denn hier? Was sind denn das für Typen? Ich kannte diese Typen gar nicht. Was sind das für Musiker? Also ich find's halt irgendwie krass, dass man jetzt nach all dem, was passiert ist, es wurde viel geredet, wir haben unseren Senf auch dazu gegeben, sei es mal dahingestellt. Ja? Wenn man sagt, man darf so einen Mord, man darf nicht zulassen, dass ein rechter Mob so einen Mord instrumentalisiert. Stimme ich voll und ganz zu. Ja, da muss man sich dagegen stellen. Aber bitte mit was denn für einem Niveau? Wenn jemand sich vor 50.000 Menschen auf die Bühne stellt, um gegen Rechtsextremismus zu sein und dann Sätze fallen wie ich ramm die Klinge in die Journalistenfresse oder ich fick Eva Herrmann grün und blau. Mhm. Das ist kein schönes Niveau, wenn ich ehrlich bin. Ist das keinem einzigen Mainstream-Medium eine Meldung wert, dass das irgendwie unter aller Sau ist? Zurück in unserer Stadt, da haben wir jetzt mal einen kleinen Eindruck. Wir sind zurück. Wir sind zurück in unserer Stadt
nicht gerade verschämt, was die Koketterie mit Zerstörung betrifft. Man hört auch auf euren Konzerten dich gerne mal sagen, ja, wir empfinden viel Hass. Und in einem eurer neuen Songs heißt es, wir haben Bock auf Stress und eine Menge Hass. Inwiefern kann Hass denn zu konstruktiven Problemlösungen beitragen? Ich glaube, in so Liedern drückst du einfach Emotionen aus, ja. Ich glaube, praktisch gesehen reißen wir einfach so viele Sachen und versuchen uns nicht irgendwie auf die ganzen Arschlöcher, die es in der Gesellschaft gibt, zu konzentrieren. Ich bin fertig, jetzt noch Dankeschön. Ein herzliches Deutschland verrecke. Nie wieder Deutschland ist nicht irgendeine Phrase. Nie wieder Deutschland, ich meine es, wie ich sage. Deutschland kaputt! Wir boxen Deutschland zu Schrott! Deutschland ist, wenn Faschokopf gefeiert werden. Deutschland ist, wenn wieder Flüchtende sterben. Deutschland ist, wenn man Mandela nicht erkennt. Und wenn man den Rassismus nicht als solchen benennt.